Hackzeug, frische Spargel. Ich habe gehört, du bist ausverkauft. Wie war das? Haben wir noch ein paar Kartoffeln? Ja. Ein Rundfass noch. Aber für so Limburger Maß. Das ist aber frisch, richtig schön. Aber schön. Schönes Ding, ne? Aber gekühlt serviert. Ja. Zu gebratenem Fisch. Rette ich dich oder rette ich dich nicht? Bitte. Also, wir sind hier auf der Bodega Maruccia und ich begrüße ganz herzlich den Sternekoch Bernd Bachofer in einem eigenen Restaurant in Waiblingen. Ist da über die Waiblinger Grenzen hinaus sehr bekannt für seine Küche. Ja. Ja, und wir freuen uns ganz außerordentlich, dass er hier ist, dass er heute für die Mitglieder und im Club der Hino kocht. Ja. Und ja, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was wir heute kulinarisch, was uns erwartet. Ja, freue mich auch. Heute Außengastspiel auf der Insel, tatsächlich nur Schwaben hier auf der Insel. Ich bin völlig verblüfft über die Schwabenstärke, ist fast schon inflationär. Bekannt sind wir ein bisschen geworden mit asiatischer Fusion-Küche und das machen wir halt auch. Aber auch mit ein bisschen Ingredients auf der Insel. Also ist so eine schöne Kombination aus japanischen, asiatischen Einflüssen und mediterranen Elementen. Und das passt, glaube ich, wunderbar zu den Weinen von Frankie. Und ich freue mich saumäßig auf den Abend. Ja, da freuen wir uns beide. Dann, ja, Glück auf, ne? Glück auf. Mallorca ist eher fürs Mundgefühl, das Wein. Ja. Und die Kaviarsorten eben dann, weil es dann schön platzt und eben dann mit Fischgeschmack gut getankt ist. Und willkommen in der Bodega Maruccia. Wir wollen auch gleich durchstarten. Bernd Bachofer ist heute hier, Sternekoch aus Waiblingen mit seinem Team. Wird uns Fusionsküche bieten. Viele von euch kennen ihn. Ja, er hat Fusionsküche asiatisch angehaucht. Er wird uns später auch ein bisschen selber was dazu sagen. Er kennt sich da besser aus als ich. Ich würde jetzt einfach sagen, wir setzen uns. Tischordnung gibt es nicht. Schaut einfach, ob ihr einen Platz bekommt. Sehr. Und dann wollen wir auch gleich loslegen. Ja? Ja? Also viel Spaß heute Abend. Ja? Ich war selber derjenige, der das produziert. Wie fandst du denn jetzt deine Exkursion auf Mallorca? Ja, die war hochspannend. Ein bisschen anstrengend, weil andere Infrastruktur ist doch immer so ein bisschen eine Messeritt. Aber hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Tolle Gäste, sehr empfänglich und vor allem ein toller Gastgeber mit großartigen Weinen. Also ganz bestimmt werden wir hier wiederkommen. Und ein eigenes Restaurant auf Mallorca? Ja, Schritt 2, auch nicht schlecht. Also was wir vereinbart haben, dass wir vielleicht Kochkurse machen oder dieses einmalige Happening vielleicht wiederholen, whatever. Und dann mal gucken, was draus wird. Also bisher fühle ich mich mächtig wohl hier auf der Insel. Danke.